Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTE Online. Leute, heute habe ich das Landezone-Outfit für euch, wie ihr das abspeichern und jederzeit wieder anziehen könnt. Und zwar, wie kommt ihr da hin? Ihr geht auf die Starttaste, dort auf Online, auf Spiele von Rockstar erstellt, dann geht ihr auf Gegnermodus und sucht euch eine Kill Quadra-Mission aus. Kill Quadra 1 und 2 ist ab 4 Personen und Kill Quadra, ich finde das Wort so geil, Kill Quadra 3 aufwärts bis 6 geht ab mindestens 2 Personen. Kill Quadra! Ich find's riesig. Okay, also, wenn ihr dann im Menü seid, ladet ihr euch einen Freund ein. Am besten ist er auch in der Party, dass ihr das mit ihm absprechen könnt, weil es kann nur einer rausholen. Der Glitch funktioniert eigentlich genauso wie der mit der Polizeiuniform oder der Müllmann-Uniform. Nur halt, wie gesagt, im Gegnermodus von Kill Quadra. Hört es doch mal an. Kill Quadra. Das ist ein geiles Wort. Okay, Kill Quadra. Ich glaube, ich kann nichts mehr sagen. Okay. Kill Quadra. Startet. Wenn ihr jetzt in Kill Quadra drin seid, dann öffnet ihr das Interaktionsmenü. Und dort geht ihr auf Stil und dort geht ihr auf wieder Helmvisier. Und da zuppelt ihr wieder auf den Steuerkreuz oder D-Pad rechts so lang rum, ne? So tipp, eine Minute lang. Ich mache das dann auch nochmal mit dem Motorradhelm und dem Flugzeughelm, je für 10 Sekunden, wie ihr seht. Ob das sein muss, weiß ich nicht, aber es funktioniert dann trotzdem. Okay, dann, wenn ihr das gemacht habt, macht ihr gar nichts. Macht eine Pinkelpause, holt euch was zu trinken oder sonst was. Und das wechselt dann so in den Ego-Modus und nach 3 Minuten werdet ihr dann rausgeschmissen wegen Untätigkeit. Es wird euch nicht angezeigt vorher oder nur einmal, wenn ihr das Interaktionsmenü aufhabt, was nichts Schlimmes ist. Ich hab's immer auf. Dann nach einer kurzen oder langen Ladezeit, je nachdem, werdet ihr mit dem Landezone-Outfit in der Lobby gespawnt. In einer öffentlichen übrigens. Oder auch manchmal in der, nur für Eingeladene. Je nachdem, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr das habt, dann freut ihr euch. Schnappt euer Fahrzeug und fahrt zum nächsten Klamottenladen oder zu euch ins Apartment, auf die Yacht oder sonst irgendwo hin, wo man Klamotten abspeichern kann. Wenn ihr das dann gemacht habt, drückt ihr, also in dem Fall beim Klamottenladen, Steuerkreuz rechts und gebt dem Ding einen Namen und speichert es mit fertig ab. So einfach ist es und ihr habt ein Landezone-Outfit. Ich habe das dann noch ein bisschen verändert. Seht, so sehe ich zum Schluss aus. So gefällt mir das am besten. Und natürlich kommt dann ein Held, der meint, es wäre so cool, wenn man jemand beim Klamottenkaufen erschießt. Du bist ein Superheld. Ich bin raus, wünsche euch was, euer Peter.